Das sind zwei Multiprotokoll-Module. Links für Taran ist QX7 oder X0D Plus und rechts für das schmale Schacht, wie hier bei der FR-Sky Taranis X9 Lite S-Funke, die übrigens richtig gut ist. Das Modul wird hinten eingesteckt und schon kann man mit dem Modul FR-Sky D8, FlySky, DSMX und viele andere Protokolle nutzen. Mit OpenTX 2.3.4 kann man sogar das Modul aktualisieren. Auf dem TMX-Modul ist leider eine alte Firmware, wo zum Beispiel Telemetrie nicht richtig funktioniert. Leider fehlt auf dem Modul der Bootloader. So muss man zuerst mit einem FTDI-USB seriellen Adapter den Bootloader auf dem Modul installieren. Das Modul muss geöffnet werden. Auf der Platine befindet sich ein serieller Anschluss mit Masse, TX und RX-Signal. Und die Bootpins müssen zum Schreiben kurzgeschlossen werden. Zu beachten ist, dass zwischen FTDI und Modul TX und RX gekreuzt angeschlossen sind. Der FTDI wird am PC per USB angeschlossen und das TMX5-Modul muss per USB mit Strom versorgt werden. Übrigens geht das bei dem großen Modul analog. Hier befinden sich auch die Bootpins und der serielle Anschluss, die genauso für das Update an dem FTDI angeschlossen werden. Das Modul muss auch per USB mit Strom versorgt werden. Die aktuelle Multimodul-Firmware findet man im Internet. Über die Auswahlfunktion kann man den TMX5-Modul finden und die passende OpenTX-kompatible Firmware mit der Kanalreihenfolge AETR laden. Zum Aktualisieren benötige ich noch ein Flash-Multi-Programm, welches man für Windows herunterladen kann. Ich starte das Programm Flash-Multi und wähle die zuvor geladene Firmware aus. Wähle die serielle Schnittstelle aus, an der mein FTDI angeschlossen ist. Hier bei mir COM4 und starte das Hochladen. Zuerst wird der Bootloader hochgeladen und die LEDs am FTDI blinken. Beim Hochladen von der Firmware bricht bei mir der Vorgang ab. Das ist nicht schlimm, da ich jetzt mit dem funktionierenden Bootloader auf dem Modul ja die neue Firmware über die Taranis-Funke aufspielen kann. Auf der Taranis gehe ich unter Systemeinstellungen auf die SD-Karte in den Ordner Firmware, wo ich bereits die aktuelle Firmware abgelegt habe. Wähle die Multi-Firmware aus und starte die Aktualisierung auf dem externen Multimodul. Die neue Firmware wird auf das TMX5 Lite-Modul geschrieben, was genauso geht mit dem großen TMX5-Modul. Anschließend gehe ich zur Prüfung auf meine Modelleinstellungen und finde unter dem externen Modul den Status mit der neuen Firmware-Version. Außer dem TMX5-Modul gibt es noch ein Jumper 4-in-1-Multimodul, der etwas besser verarbeitet ist. Hier ist die HF-Einheit auf der Platine mit einem Metalldeckel abgeschirmt vor externen Störsignalen. Außerdem befindet sich bei dem Jumper Multimodul recht neue Firmware mit funktionierenden Bootloader. So ist es hier sehr einfach, die Firmware auf dem Jumper 4-in-1-Modul über die Taranis-Funke zu aktualisieren. Wer also eine Taranis QX7 oder X9D Plus Funke hat, der sollte sich direkt das Jumper 4-in-1 Multiprotokoll-Modul holen. Ansonsten funktionieren alle drei Module mit der aktuellen Firmware identisch.